Eckewasser, Tribes of Jesus. Und mein Name ist Antoni. Und wir machen alle zusammen deutscher Rap. Deutschrap ist ein Scherz, über den man mal gelacht hat, bis man festgestellt hat, dass er ernst gemeint war. Oh. Deutschrap ist ein Moneyboy-Clip, den man krass behindert findet, aber nochmal anklickt. Swag. Dein Eckerwasser-Shirt ist nicht kugelsicher. Rot. Dein Eckerwasser-Shirt ist nicht kugelsicher. Rot. Dein Eckerwasser-Shirt ist nicht kugelsicher. Rot. Dein Eckerwasser-Shirt ist nicht kugelsicher. Rewind. Bullshit. Wir machen alle deutscher Rap. Deutschrap ist ein Scherz, über den man mal gelacht hat, bis man festgestellt hat, dass er ernst gemeint war. Deutschrap ist ein Moneyboy-Clip, den man krass behindert findet, aber nochmal anklickt. Oh. Deutschrap ist politische Sozialkritik, indem man allen Ernstes von Illuminati spricht. Deutschrap ist ein Kinderparadies, in dem man nicht mehr abgeholt wurde und groß geworden ist. Deutschrap ist ein YouTube-Kommentar dem zu, Folge vis-à-vis mal einen Pornofilm drehen soll. Deutschrap ist ein Deutschrap-Lied, in dem es um Deutschrap geht. Deutschrap ist verkünden, dass man die Karriere aufgibt und ein Jahr später dann ein neues Album rausbringt. Deutschrap ist ein Autounfall, man würde gerne wegsehen, doch man muss immer hinschauen. Yeah, ich fühle mich heute mehr so. Deutscher Rap. Yeah, mein ganzes Leben ist so. Aha, das Flash ist heute mehr so. Deutscher Rap. Und ich mach deutscher Rap. Aha, ha, ha. Das Publikum ist mehr so. What? Aha, und Fat Tony ist so. Aha, Tribes of Bizzle ist so. Deutscher Rap. Und ich mach deutscher Rap. Aha, ha, ha. Deutscher Rap ist ein aggressiver Mann, okay, der anderen Männern sagt, okay, dass er sie fickt, bis der Schädel platzt. Und der Schwule so ekelhaft findet, dass er betet, dass du so aus ein Mädchen hast. Spast! Die Dinge sind, wie sie sind. Deutscher Rap ist Uwe Ochsenknecht, geistig behindertes Kind. Stimmt! Deutscher Rap ist wie ein Tiefergleich. Keiner hört mehr damit auf, doch es wurde vor Jahren der Zenit erreicht. Und ich weiß, dass man mir widerspricht, weil deutscher Rap Arbeitsplätze schafft, wie für vis-à-vis Visagist. Sie sagen, es läuft perfekt, hey, denn in den deutschen Charts ist jetzt wöchentlich Deutscher Rap ist jetzt wie die Gesellschaft, jeder Dreck wird akzeptiert, wenn irgendein Spaß damit Geld macht. Boah. Deutscher Rap hat auch Humor, sie kasten den politischen Rapper und Farbe ist der Juror. Boah. Deutscher Rap ist ein Flair-Song, yeah. Deutscher Rap ist wie Deutschland, peinlich, aber das, wo ich herkomme. Yeah, man. Ich fühle mich heute mehr so deutscher Rap, mein ganzes Leben ist so deutscher Rap. Im Fernsehen und ich mach deutscher Rap, aha, aha, aha. Und Tribes of Jesus ist so deutscher Rap, aha. Und Edgar Wasser ist so, yeah. Und DJ Pilot ist so. Und ich mach deutscher Rap, aha, aha. Deutsch Rap, Deutsch Rap, Deutsch Rap, Deutsch Rap, Deutsch, 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 Deutsch Rap, Deutsch. Richtig geil, deutscher Rap. Richtig geil. Wenn ich Besseres zu tun? Was? Habt ihr ein bisschen Spaß bisher? Jeden, den es zu langweilig ist, geht zu Angel Hayes. Die ist unfassbar krass. Und jedem, den langweilig ist bei Angel Hayes, kommt zu mir. Ich bin nicht so ganz geil, aber ich bin ganz lustig. Ich habe gestern eine gute Show gesehen von Witten Untouchables da drüben am Strand. Und ich beite immer ganz gerne, ganz offen. Gib mir mal alle ein. Oh! Geile Scheiße, yeah. Spielen wir den nächsten Song oder was machen wir? Spielen wir den nächsten Song. Geht's dir gut? Es geht. Es geht. Ja, Ich habe eine Mandelentzündung. Ich bin auf 8000 Medikamenten. Und er ist trotzdem gekommen. Eine Runde Mitleid. Dankeschön. Nein, nimm es mir ernsthaft. Der Junge ist so krank und er ist trotzdem gekommen. Eine Runde Mitleid. Okay, okay. Hey. Tribes of Jesus Band, Edgar Wasser, DJ Pilots da hinten noch. Wahnsinn. Machen wir ein bisschen Kunst? Jo. Wir spielen einen Song, bekannt aus Funk und Fernsehen. Wir waren da mit dem Fernseher schon. Und jetzt spielen wir es hier. Wieder im Fernsehen. Im Internet. Yeah. Spiegel Online. Woo. Woo. Woo, Hip-Hop! Woo!
Ich mach ja auch sowas wie Kunst. Aha. Nee, keine Bilder, mehr so Gedicht. Echt? Ja, wie Goethe oder Schiller oder Sammy Deluxe. Ja. Stell dir vor, wie ich vis-à-vis im 16-Bass-Interview anschreie. Ich bin Poet, quatsch mich nicht an. Oh, das wäre voll krass. Wäre das nicht ein YouTube-Klick wert? 72 Freunden gefällt das, 3 davon kenne ich. 3! Also 3 Freunde habe ich persönlich schon mal kennengelernt. 3! Ist etwas länger her. Der beste Weg ist immer der, den alle gehen. Da musst du nur den anderen folgen. Du musst nicht ständig auf die Karte sehen. Angenehm. Lass die Seele baumeln wie Saddam Hussein. Folgt mir wie dem nationalsozialistischen Wanderweg. Generation Medien. Generation der in Berlin Lebenden. Generation der Generationen Betitelnden. Generation der Suchbegriffe auf Pornoseiten Eingebenden. Aha. Zum Beispiel. Ja. Blowjob, ja, ja. Oder Analsex, check. Oder Latex, ja. Oder Vater fickt Tochter, okay. Oder Leiche, okay. Oder was weiß ich, gib doch einfach rein, was du gern sehen willst. Ja, ich mache Kunst. Nee, mehr sowas. Jetzt müssen wir da mal durch, okay? Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Er ist Künstler. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Aber meine Eier, lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Er ist Künstler. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Ey, lassen Sie mich durch, ich mache was mit Medien. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Ey, lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Er ist Künstler. Künstler. Hey, kann ich mal durch, bitte? Kann ich mal durch? Mein Entschuldigung, Mike ist extrem kann ich mal durch. Leise. Ich verstehe mich nicht. Ja, ich mache Kunst. Aha. Nee, nicht wie Da Vinci. Aha. Auch nicht wie Kandinsky. Aha. Eher so Klaus Kinski. Schrei ich oder schrei ich nicht? Lauter. Hört du sagst es mir nicht, aber schrei aber nicht. Plattenspieler, lauter. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich in die Fresse. Lauf, hast du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner scheiß Karre in Holland. Rumschreien und beleidigen. Alle Männer müssen ihre Frauen an die Leine nehmen. Hip-Hop. Dein Lieblingsrapper sagt, er ist der beste Poet in diesem Land und sagt sonst nur, dass hier alles scheiße und niveaulos ist. Diese Logik ist in sich stringent, aber ey, no hate, bin immer noch Fan. Ups, I did it again. Es ist der Meister im Zurückrudern. Yeah. Du brichst die Schule ab für Rap, ich wünsche dir viel Glück, Bruder. Der Bauer sucht nach wie vor eine Frau, ich kann die Frau verstehen. Ich würde auch keinen nehmen, der einen Beruf ausübt, der wie ein Schimpfwort heißt. Alles ist immer gleich, ich wache morgens auf und stelle fest, dass ihr behindert seid. Wann wurde ich zum Misanthropiker? Gib mir ein Mikrofon, ich schrei Prostituierten Sohn. Generation, ich hätte gerne eine andere Zeit gelebt. Der beste Weg ist grundsätzlich der, den sonst keiner geht. Lasst uns schwanger werden. Aha. Und nach Prenzlauer Berg ziehen. Oder Kunst studieren und über solche Leute herziehen. Yeah, Berlin. Statt der unbegrenzten Möglichkeiten. Außerdem schmeckt in jeder anderen Stadt der Döner scheiße. Aha. Don't believe the hype. Ich spiel zwar auf dem Splash, aber bin eigentlich ganz nett. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Er ist Künstler. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Lassen Sie mich durch, ich mache was mit Medien. Mit Medien. Lassen Sie mich durch. Lassen Sie ihn bitte durch. Lassen Sie mich durch, ich bin von Spiegel Online. Okay, kleine Geschichte. Wir haben diesen Track einmal im Fernsehen gerappt. Wer hat das gesehen? Bei Joyce, wer hat das gesehen bei Joyce? Okay, folgendes. Irgendwie ging da was schief und wir wurden abgebrochen, warum auch immer. Und der Punkt ist, ganz viele Leute haben gesagt, wir wollen die dritte Strophe hören. Edgar Wasser hat sie noch nie gerappt. Aber heute, nur auf dem Splash, einmalig, wird er die dritte, unbekannte Strophe über Joyce rappen. Habt ihr da Bock drauf, Splash? Wahnsinn! Edgar Wasser. Okay, sollen wir? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Was ist das eigentlich? Ihhh. Guten Morgen, Welt. Und ihr könnt jetzt sehen, wie ich meinen Arsch verkauf. Das hier ist mein Pornofilm und das da ist die Casting-Couch. Ja, genau. Für ein bisschen Aufmerksamkeit stell ich mich hier gerne hin und mach einen Auftritt für euch. Alter, schaut alle, Joyce. Das ist so ein Hipper-Sender. So ein Hipster-Sender, dass es ihn jetzt nach Berlin verschleppt hat. Yeah. Und da schwimme ich selbstverständlich mit. Oh, scheiße, wir müssen aufhören, wir haben keine Zeit mehr. Sonst, ja, okay. Schade. Okay, Schade. Das nächste Mal vielleicht, aber jetzt müssen wir uns krass beeilen. Doof. Sonst haben wir keine Sendezeit mehr. Ja, doof. Wir haben gar nicht mehr viel Zeit, wir spielen noch 2 Songs. Jetzt kommt, tut mir leid, ein Solo-Track von mir, aber der geht dafür richtig hart. Das ist so ein Pop-Song und wir können alle voll springen. Und viele Leute haben so Stargäste auf der Bühne. Wir halten es real und haben einen ziemlich schlechten Untergrund-MC ausgegraben. Der Song heißt Vorurteile und hier ist Use You.
Wow! Oh! Okay. Ein Flash! Springen, komm schon! Das ist der Party-Song! Du gehst zur Universität und schreibst dich ein für BWL. Ich halte dich für einen Spasten. Du arbeitest für Firmen wie Nestle, Bayer oder Shell. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast hier die DVD von Mario Barth gekauft. Ich halte dich für einen Spasten. Du magst Nickelback und Unheilig magst du auch. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast deinen Kopf radiert und ein Tribal tätowiert. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast ernsthaft die Frankfurter Allgemeine abonniert. Ich halte dich für einen Spasten. Du verpflichtest dich beim Bund und wirst zu einem Soldaten. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast volle Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten. Verbind dich nicht halt, kannst du mal rar in alle springen. Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Du aber habe Vorurteile. Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Du Amerikaner haben Vorurteile. Du teilst Cornrows, Zöpfel und bist weiß wie ein Tod. Ich halte dich für ein Idiot. Du feierst Junggesellenabschied, verkleidet als Kondom. Voll geile Aktion. Du fährst einen fetten Jeep in der Stadt. Aha. Ich halte dich für einen Spack. Du bist Mitglied in der Jungenunion. Ich halte dich für einen Hurensohn. Du schaust aus dem Fenster raus, legst dich über Kinder auf. Ich halte dich für einen Spasten. Du hast 20 Klassen drin und bist schon morgens himmelblau. Bei Löwenbräu wärst du ein Kasten. Du betreibst eine Firma für Zeitarbeit. Ich halte dich für einen Spasten. Splash! Du bist ein Zweit und nennst dich der ganz Kreis und nochmal alle springen! Vielleicht erst alle! Was, das sind nur Vorurteile! Ich brauche keine Vorurteile! Nur Frauen haben Vorurteile! Was, das sind nur Vorurteile! Ich kenne keine Vorurteile! Nur Männer haben Vorurteile! Männer sind vom Mars und Frauen von der Venus! Ich halte dich für einen Penis! Du hältst dich für auserwählt wie Harry Potter! Ich halte dich für einen Spasten. Du sagst, das kann so, muss so, das so, geht so, mir so, geht nicht anders. Ich halte dich für einen Spasten. Einen Versager wie Obama, denn auch er hat veranlasst, dass sie alle überwachten. Hey, du beginnst deine Sätze gerne mit ich bin kein Rassist, aber ich halte dich für einen Rassisten. Du bist ein aggressiver Spast und hast daraus einen Job gemacht. Ich halte dich für einen Polizist. Und früher trug ihr Baggy Pants, aber heute rühren Jeeps. Ich halte das für scheißegal. Früher warst du Esperanto, heute Voice of Germany. Offensichtlich bist du auch. Was, das sind nur Vorurteile, alle. Ich habe keine Vorurteile. Nur Cowboys haben Vorurteile. Was, das sind nur Vorurteile. Ich habe keine Vorurteile. Du Indianer haben Vorurteile. Wasser. Vertonen.
Das wollte ich doch. Das war doch geplant. Ich wollte die so vorstellen, dass man es auch hört. Ah, DJ Pilot und DJ Rufflo! Habe ich gerade nochmal die Kurve gekriegt. Auch gut, wie du so last but not least. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du nicht verhört. Ich habe gesagt, Papst but not Peep.